Hallo liebe Freunde, hier ist Bad Tux mit einem neuen Video. Und weil es gestern Probleme gab, auf den Paulberger Server zu kommen und das natürlich bei jedem Server passieren kann, wenn irgendwo was gearbeitet wird. Es gibt jetzt zum Beispiel gerade eine neue Version in Minecraft, wurde aktualisiert auf die 1.19.4 und man kann auf den Server nicht mehr drauf, wenn man die 1.19.3 gebraucht hat. So, und damit ihr seht, wie das funktioniert, geht ihr auf Installation, sagt neue Installation, gebt den ganzen einen Namen, wie zum Beispiel 1.19.3. Wählt dann die Version aus. Die habt ihr hier in der Liste, die ganzen alten Versionen. Sucht euch die raus und sagt einfach nur automatisch speichern und unten erstellen. Wenn ihr jetzt zurückgeht auf Spielen, könnt ihr jetzt unten die Version auswählen und könnt dann auf Spielen drücken, das Spiel starten und könnt dann den Server betreten. Das hat bei dem funktioniert und ich denke mal, es wird auch bei vielen anderen Servern funktionieren. Das mal als Tipp für euch, als kleines Tutorial hier und ich hoffe, es kann euch helfen. Bis dann, ciao, ciao.